Liebe Freunde, was läuft da mit dem Bauer aus? Heute werden meine Zuckerrüben abgeführt und ich mache da schon den Kombigrupper bereit des Maschinenring Ersingen. Und ich muss da noch, ich bin da verantwortlich für diese Maschine und da muss ich da ein paar Zinken vorher wechseln. Nachher, wenn Zuckerrüben abgeführt sind, werde ich mein Feld gruppen und morgen Weizen sehen. Mein Schlagschrauber. Gut, jetzt der Haufen meines Nachbarn ist weg. Jetzt verschieben sie zu mir. Meiner ist dort nur gerade 50 Meter entfernt. Und der hintere Wagen ist beladen vom Nachbar und da wird die Tonnage geschätzt und zugefüllt von meinem Haufen. Ja, der große Unterschied zu Deutschland ist, in der Schweiz gehören die Rüben, bis sie in der Fabrik sind, den Bauern. Darum ist es auch möglich, als Bauer die Rüben selber zu führen. Und wir haben da einen Zuckerrübenring, der führt. Das sind alles Bauern, die da fahren. Und die Abfuhr wird organisiert, zentral. Und wir machen den Transport selber mit Traktoren. Kommt da kein fremder Unternehmer mit Lastwagen, der die da führen muss. Ich finde das eine gute Lösung für uns. Viele Bauern haben im Herbst ein Einkommen mit Zuckerrübentransport. Was ich allerdings sagen muss, meistens sind es Lohnunternehmer, die da die Rüben führen. Aber es ist ein Bauernhandel. Mein Service für die Zuckerrübenfahrer ist Tee, Wurst und Brot. Können Sie da trinken oder mitnehmen? Hat mir meine Frau bereit gemacht. Warme Würste. Wie ein Hotdog. Ist da bereit. In Alufolie schön warm verpackt. Jawohl. Fahrer, der Rübenmaus wird von mir verfleckt. Eine kleine Pause, waren keine Fahrzeuge mehr da zum Befüllen. Jetzt kommt da unten der nächste angefahren. Jetzt geht es weiter. Es gibt noch zwei Züge voll bei mir. Also circa 40 Tonnen Rüben liegen da noch. Thank you.
da bin ich da an Gruppen im Zuckerrübenfeld und es ist so hart der Boden, das ist verrückt. Ich kann die Gruppen fast nicht aus dem Boden ziehen, es ist ja nur ein kleiner Gruppen, kleine Arbeitsbreite, aber das ist dermaßen hart, das ist fast nicht. Ich glaube das fast nicht. Ne? Der Trüel versteht da relativ sauer. Kommt an seine Grenzen, ne? Ich fahre da im ersten Gang und nicht sehr tief, denke ich. Doch noch Saft, ist da die ganze Halterung des Zinken verbogen. Diese Gruppe ist eine alte Gruppe der Firma Althaus und wir hoffen, dass da noch ein Ersatzteil hier innen vorhanden ist. Nicht schlecht, du alter 3-Elfer LSA. Ja, das ist nicht normal, wie hart das geht. Jetzt ist die Halterung wieder repariert und ich habe noch eine Hektare zu gruppen. Und leider ist aus dem Wetterbericht nicht mehr so gut. Für morgen, ich hoffe, es kommt nicht regnen, sonst kann ich den Bauraus in den Weizen nicht sehen. Ne? Wollen wir mal schauen, wie viele Liter Diesel der für die 3 Hektar gebraucht hat. Immer noch 1,50 Franken Liter Diesel. Ja. 60 Liter auf 3 Hektare, 20 Liter die Hektare. Ein recht stolzer Verbrauch. Das braucht mein 3-Elfer war ja ganz sicher nicht. Aber es sind auch 25 Jahre dazwischen.